Das Spiel hatte übrigens die besten Leitern, die ich je in einem Spiel hatte. Es ist egal welches Spiel, Leitern sind immer scheiße. In diesem Spiel sind sie mal richtig gut umgesetzt. Also wirklich richtig gut. Man muss sie zwar immer noch treffen, aber wenn man über die Leiter geht, auch mit vollem Speed, ich weiß nicht, wie es mit Rennen ist, dann wahrscheinlich nicht, aber wenn man so mit der Geschwindigkeit über eine Leiter geht, klettert man sie runter. Ist nicht in jedem Spiel so. Deswegen richtig gut umgesetzt. Wir haben Gegner, ja. Easy. Also ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Gar kein Problem. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Hey, da ist der Schmied drin. Heißt der Oswald anders? Oswald Anders, der Schmied. Heißt der Oswald? Nee, er heißt Anders. Dietrich. Okay. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du deine Karte mit nicht zugewiesen öffnen. Um mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren, rufe die Karte auf und wähle dein Zuhause aus. Ich will plündern, hallo? Wenn wir schon mal in der Gegend hier sind, dann nehmen wir alles mit. Moment, apropos plündern. Ja, so viel wird es nicht mehr zum Plündern. Geht zwar ganz stark davon aus, dass da unten wird auch gleich noch eine Quest, aber... Überlebende. Oswald Anders, der Schmied. Flamme. Funken, Miasmaflüssigkeit, Knochen, roter Pilzharz. Okay, das haben wir letztes Mal, oder habe ich beim Ausprobieren nicht gemacht. Die Werkbank. Kohlebrennofen und die Schmiede zusammen mit dem Schmied. Okay. Aber, Moment. Beanspruch, das haben wir. Finde den Schlafenden. Ja, okay, wir sollen zurückgehen, ne? Wir sollen zurückgehen. Krypta der Erbauer. Brückenbaubericht. Da war ich noch nicht. Ja, okay. Gehen wir zurück. Und anders als in Valheim zum Beispiel. Eben, es gibt eine Schnellreise zurück nach Hause und man kann alles mitnehmen. Es gibt kein Nö, Erze. Nö, darfst du nicht mitnehmen. Das verursacht Schwierigkeiten beim Teleport. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Den Schmied. Nein, den Beschwörungsstab. Da. Jo.
Da ist er. Los Schmidos. Hi! Hi. Where there's fire, there's hope. Herstellung der ersten Ausrüstung. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und Abschloch. Man nennt dich Flammenblut? Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Dein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen, wäre ein guter Anfang. Gluttal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu, also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzeln unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammenspross. Ich mag den Schmied jetzt schon, allein wegen seiner freundlichen Art. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht zu sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über den Kopf und etwas Fleisch im Magen bereit. Und dich auf alles vor. So, was können wir jetzt herstellen? Nägel, Holzfäller-Axt. Dietrich, nehmen wir erstmal mit. Waffen, dazu braucht man Nägel, kann man herstellen. Dann kriegen wir doch gleich mal, ja, Schwert. Und die Fellrüstung, ne? Wir machen gleich mal ein Upgrade. Also zumindest die Teile, die wir noch nicht haben. Die bringen aber auch nicht so viel Rüstung. Garn. Garn. Ja, verbessert haben wir noch gar nichts. Moment, Garn. Nochmal Garn. Bonde. Wieso? Nein, ich sag jetzt nichts. Bandage heißt das. Und es ist nichts anderes. Es heißt Bandage. Ein Helm. Ja, okay, machen wir erstmal den Helm. Und die Tierfälle gehen wir gleich aus. Aber wir machen mal alles gar nicht was mal. Zwei. Helm haben wir gemacht. Tierfell, Stoppfesseln, Garn. Okay, komm, machen wir erstmal das. So. Unterschlupf. Ich brauche eine vernünftige Werkstatt, in der ich arbeiten kann, sonst kann ich dir keine Ausrüstung für deine Reise herstellen. Keine Angst, es ist nicht schwierig, eine zu bauen. Du wirst eine Werkbank, ein paar Blöcke und den Bauhammer brauchen. Also an die Arbeit, Flammensprössling. Die Flamme verleiht dir keine Flügel, Kind. Ich mag ihn wirklich, den Schmied, ne? Stelle einen Gleiter an der Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleiters Ausdauerpunkte kostet. Ich glaube, du Jungspund hast das Zeug dazu. Das glaube ich auch. Hab aber ganz kurz auf die Uhr geguckt. Gleiter. Ich kriege die ganze Zeit Rezepte rein. Kann ich jetzt schon ein Bett bauen? Nö. Aber Stahl. Sechs Nägel. Ich glaube, das. So, da ist der Haupt. Der Hauptschrott. Ja, der. Der Metallschrott auch dahin. Okay, es reicht genau für eine Kiste. Kiste. Erste Kiste.
So, da kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Thea, haben wir auch schon. Holz, Feuerstein. Tierfell. Oh, wir haben schon Salz gefunden. Glühwürmchen, Äste. Und den Rest. Ja, so passt, ne? Die kann man löschen, die brauchen wir nicht mehr. Oh, Moment, das kommt rein. Weil das Schwert macht 16 Schaden, die Axt macht 11 Schaden. Brauchen wir die Axt noch? Die kann halt die K.O. weg, oder? Was halt ist, man findet unglaublich viel Müll, den man ziemlich schnell nicht mehr braucht. Ja, die Bomben. Ja, doch, wir nehmen es mit. Vielleicht müssen wir uns irgendwo durchsprengen. Die Flamme. Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Die Flamme hat ein Eigenleben. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Das war gerade eine Quest, oder? Säubere den Elixierbrunnen. Na, das. Der Schmied will eine Werkstatt. Oh, wollen wir was bauen? Wir machen eine Werkstatt, ne? Wir bauen unser erstes Häuschen. Bauen wir ein bisschen Stein dazu. Ein bisschen bauen muss ja schließlich auch sein. Und ja, das reicht gerade, das Baugrundstück, ne? Naja, da kann man was damit anfangen. Max und Honig, sehr schön, sehr schön. Kampfmusik? Ne, keine Kampfmusik, oder? Ah, doch, wir kriegen Steine. Aber vor allem auch Erde. Ne, das lohnt sich nicht. Dann lieber sowas hier abbauen für Steine. So, müsste eigentlich schon für eine Weile reichen. Oder? Wie viele Steine haben wir? 42. Da muss ich zurückgehen. Einen wunderschönen guten Morgen, Killer Cat. Wie geht's dir? Und Chatties. Ich weiß, ich glaube, du bist die Einzige, die chattet im Moment. Von dem her. Aber, ne? Ich glaube, es sind ein paar Bots da. Die dürfen auch gegrüßt werden. Wie geht's dir an diesem wunderschönen Montag? Wir freuen uns ja alle, wieder arbeiten gehen zu dürfen bald. So, Handwerk. Moment, was kann ich jetzt in der Hand? So, nee, da. An der Werkbank. Genau, bis da. Kann man eigentlich alles herstellen? Also so. Ne, das wollte ich nicht. So alles, was möglich ist, einmal durchherstellen. So, wäre ein bisschen einfacher.
Geht's gut, gerade wach geworden. Dann ein Wunder. Moment, ich mache da ein bisschen vorsichtiger, ne? Einen wunderschönen guten Morgen. Ne? Nicht, dass man sich hier direkt angeschrien fühlt wie in anderen Streams. Ne, hier wird ganz gediegen gestartet. So, Moment. Wir bauen mal das erste Fundament. Wenn ich den sehen würde, da. Ich habe keine Ahnung, was für ein Haus wir bauen am Anfang. Wir werden sehen. Ne? So, 3x3. Moment, ich habe ja, weil ich glaube, 5x5 kommt ganz gut. Also, so, die Kröte, cool, dann sehen wir ja gleich. Sehen wir schon fast im Anschlag. Ach komm, wir bauen erstmal ein bisschen, ne? Haben wir ein bisschen Zeit, dann bauen wir ein bisschen. Soll ja ordentlich werden am Anfang. Okay, das habe ich befürchtet. Manchmal ein bisschen Erde abtragen, so wie das aussieht. Gibt es eine Hacke? Also wie in Valheim zum Beispiel? Gibt es eine Hacke? Oder eine Harke? Oder eine Hacke? Harke? Hacke? Hacke? Ich weiß es nicht. So, Mr. Schmied. Sie kommen erstmal dahin. Dann, ich nehme mal auf. Die Kiste hat sich, nee, hat sich nicht hoch teleportiert. Oh nö, müssen wir jetzt, Ja, können wir nicht alles aufnehmen, ne? Ja, super. Ganz toll. Willst du wirklich BSG? Ihr könnt hier so viel BSG, wie ihr wollt. Ob ich drauf höre, kann ich ja selber entscheiden. Und ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Also ich kenne schon den Weg zum ersten Boss, kenne ich schon. Alles, was so drüber hinausgeht, weiß ich noch nicht. Aber eben, wenn ihr zu viel vorbrecht, werde ich sowieso vergessen, bis wir das nächste Mal spielen. Also, ja, BSG ist erlaubt. Was wollte ich jetzt? Den da wollte ich wieder ja hinstellen. So, wenn man hier ankommt, ne? Erstmal reparieren. Die Kiste. Moment, kann man eine zweite Kiste herstellen? Oh, Betten. Ah, wir können ein Bett herstellen. Nägel. Wir haben keinen Schrott mehr. Ich spiele es ja nicht. Ach, wieso fragst du dann? Willst du BSG? Ich habe da einen Tipp. Ich spiele es zwar nicht, aber ich kenne mich aus. Ich hab andere Streams geguckt. Ich kenne mich aus. Nägel. Kann man, glaube ich, keine mehr herstellen, ne? Nein. Nägel sind alle. Now get back out. Aber jetzt hast du schon wieder abgelenkt, siehst du? Ich wollte hier eigentlich Erde wegräumen. Wie, du spielst es nicht? Das ist kein Spiel für dich. Was spielst du dann? Na, Killer Cat, was spielst du dann, wenn nicht dieses Spiel hier? Oh, Ausdauer. Moment. Gibt es Ausdauer? Es gibt Leben. Was gibt? Keine Ahnung, was das gibt.
Und die Bären geben auch nichts. Okay. Aber hätten wir das schon mal geklärt? Doch, wir haben ein bisschen mehr Ausdauer. Glaube ich zumindest. Spielt Division 2 und male Bilder. Von Division 2. So. Die Tür. Moment. Mal ganz kurz orientieren. Da geht's. Da geht's zur Brücke. Die Tür. Machen wir da hin. Oder? Machen wir die Tür dahin? Ja. Hier machen wir dahin. Und Fenster. Ich mag Fenster. Wir bauen Fenster. Wir haben keinen Stein mehr. Ja, wir haben schon wieder keinen Stein mehr. Das ist hier Privatgrundstück. Hallo. Und aber hier die Tiere wegmachen. Geht's noch? Oh, kein Sprungangriff. Ja, warum und töten Tiere? Geht ja gar nicht. Immer da, wo man nicht hinflüchten will, wenn es ernst wird. Was? Was? Immer da, wo man nicht hinflüchten will, wenn es ernst wird. Wo will man denn nicht hinflüchten, wenn es ernst wird? Ich kann dir, glaube ich, gerade nicht ganz folgen. So, das ganze Zeug machen wir hier wieder. Ach, ich habe so viele Fackeln. Weg damit. Sackgasse. Ah, Jokaji. Ich tue mal so, als hätte ich es verstanden. Ah. Was wollte ich jetzt? Stein kloppen. Steine, wir brauchen mehr Steine. Schutt. Das Schild.